Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Marvel's Avengers. Das erste Video auf meinem, oder mit meinem neuen Computer, läuft aber immer noch auf der PS4, das Spiel. Mit dem Joker an meiner Seite. Und dem Drachenburschen an meiner Seite. So ist es, wir starten direkt in den Weltraum, grüßen aber vorher noch den Luca und den Yannick. Und auch den Leo und den Dominik. Und wie man gerade gesehen hat, bin ich mit diesem Iron Man Anzug direkt schon in den Weltraum gesprungen. Und wo führt es uns denn eigentlich hin? Erzähl uns mal. Uns führt es zur ersten Mission des Spiels. Wir sind nämlich auf der Suche nach den roten Steinen. Also wir wollen alle roten Steine, also nicht alle, aber die wichtigsten roten Steine uns erstmal holen. Und mit diesen wichtigsten roten Steinen, die es halt da so gibt, werden wir dann die anderen Level dann auch mal komplett machen. Aber erstmal werden wir uns die Steine nur holen. Weil, ja, die brauchen wir halt, um die Sachen zu finden. Wir fangen an mit dem Level bei Stucker oder so heißt das. Irgendwas mit Stucker. Schluss mit Strucker, so heißt das. Wir spielen das freie Spiel. Hier gibt es den ersten roten Stein, den wir brauchen. Und zwar hier im zweiten Teil des Levels. In Teil B. Oh, jetzt können wir uns wieder... Das ist der Multiplikator, oh, nämlich. Ich kann nicht den Drachen nehmen. Warum kann ich nicht den Drachen nehmen? Weil er wahrscheinlich zu groß ist. Vielleicht kannst du im Level ihn dann nehmen. Wir haben auch noch mal ein paar neue Charaktere, glaube ich, irgendwo da unten. Wir kriegen noch jetzt unseren Pool aus irgendwie 6 Charakteren. Hier kannst du alle nehmen. Also das, ich nehme den hier, der sieht witzig. Oder warte, ne. Ich weiß nicht. Nimm Vision, Vision ist gut. Ich nehme... Im Spiel kannst du ja eh alle wieder nehmen, also... Ja, es gibt den Pool, aber ich glaube auch man... Ich glaube, man kann trotzdem alle nehmen, oder? Nee, also ich dachte immer, man kann dann nur den Pool auswählen, den man dann kriegt. Deswegen, du kannst dir deinen Charakter selber wählen und die restlichen werden gestellt. Das kann natürlich sein. Ich weiß nicht, müssen wir nochmal gucken. In Baron Struckers Forschungsbasis finden sich einige der fortschrittlichsten Waffen Hydras. Außerdem sollen er und Dr. List dort Experimente durchführen, um Menschen mit Superkräften zu entwickeln. Apropos fortschrittlich. Die Basis wird von einem Kraftfeld und Struckers Handlangern mit Zugriff auf Chitauri-Technologie beschützt. Hey, niemand hat gesagt, dass das einfach wird, was? Ja, wäre ja auch langweilig, wenn es einfach wird. Diese Zwischensequenzen am Anfang, diese Info-Sachen können wir leider nicht überspringen. Die müssen wir uns anschauen. Aber die fungieren ja gleichzeitig als Ladebildschirm. Eben, das sind ja auch gleichzeitig Ladebildschirm. Okay, hier brauchen wir gleich Vision am Anfang. Den hatten wir natürlich nicht zu dem Zeitpunkt. Wie gesagt, wir suchen jetzt erstmal... Ich habe keine Ahnung, wo der rote Stein hier ist. Ich weiß nur, dass wir... Ich bin jetzt der wieder rumfliegen darf. Na, super. So ist es. Du darfst rumfliegen. Wir fliegen mal noch nicht zu weit. Also schieß noch nicht alle ab. Nicht, dass uns dann die Mission schon weiter fortschreitet. Es kann sein, dass wir natürlich auch erstmal nur Minikits hier finden, also wir wissen ja nur, wegen Abstand ist. Wir müssen wieder den Collector, glaube ich, finden. Also wenn du den Collector siehst, sag ihm schöne Grüße von mir. Ja, klar. Und müssen mit dem wieder quatschen und ich glaube, der gibt uns dann wieder eine Quest auf, was wir irgendwas finden sollen oder so in dem Level. Wie das halt immer so ist. Ja, du schaffst das schon. Ich bin da guter Dinge. Du bist da guter Dinge. Ja, ich baue erstmal was zusammen. Was es auch immer ist, ich sehe es momentan noch nicht. Ja, ich fliege einfach weiter. Ah, ein Minikit war's. Naja. Ist doch auch nicht schlecht. Hat man schon mal. Müssen wir es wann anders nicht sammeln. Wir werden natürlich auch alle Minikits holen, wie gesagt, wir machen ja die 100%. Schauen wir mal, dass wir den Collector finden. Das ist jetzt unsere wichtigste Aufgabe, dass wir den nicht übersehen. Ja, du... da oben ist er doch schon. Da oben ist er doch schon. Ah, da ist der Collector doch schon. Und was bitte... Achso. Haben Sie hier zu suchen? Hätte nicht gedacht, Sie hier anzutreffen. Warum ich hier bin? Zu sammeln, versteht sich. Ein Handel sollte stattfinden. Doch es sieht so aus, als sei Baron Strucker nicht verfügbar. Sollten Sie sein Monokel finden, wäre ich gewillt, Ihnen ein sehr großzügiges Angebot zu unterbreiten. Okay, ich tippe mal, du kannst da momentan jetzt eher nichts machen. Wie sieht das aus? Nee, glaube ich auch nicht. Aber schieß mal noch nicht alle ab, nicht, dass es weitergeht. Ich schieße überhaupt nichts, ich fliege einfach gerade nur rum. Das heißt, du kannst jetzt mit mir hier gucken, wo das Monokel sein könnte. Wo es versteckt ist. Hier brauchen wir die Vision-Sicht, also die... Ich muss dieses Monokel einfach haben. Es ist sehr stilvoll. Ich könnte mir vorstellen, dass es sogar schon hier ist, weil ich mir nicht sicher... Hatten wir da... Nee. Hatten wir, glaube ich, war eigentlich in der Nähe. Müsste in der Nähe sein. Ja, ich weiß nicht, ob wir die dabei hatten, die Dame. Ich glaube, die hatten wir hier da... Ah, das war auch noch ein Minikit. Also, was heißt nur ein Minikit? Das war... Gott sei Dank, eines der 4 Minikits. So, wir, 3 von denen müssen wir noch besiegen, aber das was wollen wir ja nicht. Was ist denn hier diese Sachen, die du da aktivieren kannst? Das erste. Erste? Da, nee, vor dem Vision-Teil. Ja. Wo du durchgehst, davor. Ja, das war nur der Speicherpunkt. Das ist der Speicherpunkt. So. Das ist nicht das, was wir suchen. Die Tür muss wahrscheinlich dieses Wand zerstörst, um weiterzukommen. Ja, ich versuche nochmal nach oben zu fliegen, wo es hier noch hingeht. Da oben, nee, da ist bloß der R gewesen. Aber hier in der Ecke ist doch irgendwas noch versteckt. Da sehe ich doch was. Aber da kommen, glaube ich, kamen wir auch weiter damals. Wenn ich mich richtig erinnere. Mal schauen, baue einfach mal auf. Ich baue es erstmal mal auf. Aber ich glaube, das hat das Feuer da irgendwie ausgemacht, also vielleicht konnten wir dann weiter. Oder ist das nochmal was anderes? Ja, das war das da, dass wir da außen rumkamen.
Ist zwar gut, dass wir wieder zu ihm hin können, aber das ist momentan gar nicht so das, was wir wollen. Wir wollen ja hier immer noch das... Ah, vielleicht an der Seite da, rechts, wo diese kleine Tür ist. Siehst du, was ich meine? Nee, gerade nicht. Da, hier ist doch noch irgendwas. Siehst du, was ich... Aha. Da sieht doch vielversprechend aus. Ich sehe zwar noch nicht, was ich so recht da mache, aber... kann ich da nicht von der Seite rein? Komme ich da überhaupt wieder raus? Ah, ich bin gefangen. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe vielleicht nichts mehr. Oh, komm, Spiel. Ah, jetzt darf ich wieder... Immerhin darf ich wieder raus. Was warst du? Oder wer war's? Ich habe nichts gemacht. Ah, da kommt eine Rakete reingeflogen. Habe ich da gerade was aktiviert? Keine Ahnung. Also wenn du das Monokel siehst, da unten ist auch noch so eine Kiste. Vielleicht ist da. Aber geh noch mal rein, weil da kannst du diese Kiste, genau. Und jetzt geh mal nach vorne. Ich kann nicht nach vorne gehen, das lässt das Spiel nicht zu. Sicher? Ich glaube, wir müssen vorne rumgehen. Ja, wir müssen vorne rum. Ah, vielleicht Captain. Captain brauchen wir da. Ich weiß es nicht, ob der schon unsere Rätsel ist. Kannst du nicht mit LB und R1 und L1 das machen? Ja, schon mal, du müsstest auch. Ja eigentlich die Charaktere dabei haben. Ja, genau, stimmt, da können wir viel schneller. Weil wir kriegen ja extra die Charaktere, die wir brauchen. Hätte ich gar nicht mehr dran gedacht, dass es das ja auch noch gibt. So, also hier in der Ecke ist auf jeden Fall was. Aber es macht wahrscheinlich auch nur dieses Geschütz kaputt. Nee, das haben wir... Das ist ein Aufzug. Ach, wir haben Stan Lee gerettet. Gut, ist zwar jetzt nicht das Monokel, aber hey, haben wir auch geschafft, ne? Eben, dann müssen wir es auch nicht mehr machen, dem Level. Ach, der haut dann durch die Tür ab, deswegen konnte ich da nicht durch. Also wenn du das Monokel siehst, sag ihm schöne Grüße. Ich glaube, du kannst das Monokel... Nimm mal wieder Vision. Ich soll mal wieder Vision nehmen. Muss ich ihn nur finden. Warte, ach, da ist Vision. Da war Vision. Flieg mal nach ganz links und schau mal, was ganz links so abgeht. Ja, ganz links ist vielleicht auch noch voll. Da ist auch noch Feuer. Hier kann man ja sowieso überall hin. Schau mal in die Kisten rein oder so. Letztes Mal war es ja auch nicht ganz weit weg. Also als wir... Ja, es muss ja eigentlich in der Nähe sein schon. Es muss hier irgendwo in der Nähe sein. Ich glaube, das ist zu versteckt. Hoch. Ja, zu hoch geht gar nicht. Vielleicht dann jetzt hier links irgendwie. Da hinten in der Ecke noch schauen. Vielleicht haben sie ja hier noch irgendwas Gemeines versteckt. Das Monokel. Wo du konntest ja vorher nicht herausfinden, wo es sich genau befindet. Nee, das weiß ich leider nicht. Ich weiß nicht, es muss irgendwo hier sein, das Monokel. Da ist nochmal Feuer, vielleicht können wir da nochmal rein. Vielleicht haben sie es da drinnen versteckt, das Monokel. Irgendwo muss es ja sein. So. Aua. X. Ah, nee, erst Kreis und dann X. So. Und dann kann man das nämlich löschen hier. Vielleicht geht es da nämlich noch irgendwo weiter. Ja. Vielversprechend. Ich sehe noch nicht 3 von 5. Warst du das? Ich drück nicht mal irgendwas. Ist außerdem bei dir aufgeploppt, also muss irgendwas bei dir gewesen sein. Ja, und ich bin gerade gestorben, aber... Ist okay. Jetzt schauen wir mal. Fliegen wir nochmal eine Runde. 4 von 4, doch, das warst du, glaube ich. Nein, sicher nicht. Ja. Na gut, dann war es halt doch jetzt nicht. Diese Tür ist natürlich hier auch vielversprechend. Ah, ich habe mal die... Aber wenn du die hier... Ich glaube, hier unten ist nichts mehr, oder? Ich glaube, ich würde fast weitergehen hier. Und lieber noch ein paar Gegner hier umbringen. Ah, komm, erledigt euch. Einfach nur nicht den Schalter aufbauen. Hier ist auf jeden Fall was wir... Aber dann kommst du, glaube ich, weiter, wenn du den Schalter aufbaust. Ja, gucken wir mal. Au! Ich wurde umgebracht. Frechheit. Probieren wir es einfach mal aus, was hier passiert. Da ist ein Schalter. Ja, egal. Also es würde mich jetzt wundern, wenn hier ein Monokel rauskommt. Tja, wer weiß. Nee, das ist die Rakete, die oben das Ding kaputt macht. Aber wie gesagt, vielleicht gibt es ja noch einen weiteren Abschnitt, wo Sachen versteckt sind. Also ich würde da noch nicht die Hoffnung aufgeben, dass es hier nicht irgendwo noch versteckt ist. Na komm, euch erledigen wir auch noch. Kannst du das Feuer da links da bei der Tür löschen? Ja, aber das konnte ich ja auch schon letztes Mal machen, theoretisch. Also wo wir jetzt zum ersten Mal hier durchgekommen sind. Ja, vielleicht kommt dann dahinter etwas, was du nicht machen kannst. Ja, das könnte natürlich sein. So, ausmachen, Feuer. Feuer aus. Nee. Das bringt nichts, das hat nichts gebracht, aber es war ein guter Versuch, denke ich. Wen haben wir denn noch? Wen haben wir noch? Dich haben wir noch. Da links unten waren wir schon, da ist jedenfalls nichts. Dann auf der rechten Seite waren wir auch schon, soweit es ging. Dann kommt wieder hoch. Da war auch nichts mehr hier auf der rechten Seite, definitiv nichts. Da haben wir aber den Stan Lee gefunden, den wir auch, glaube ich, noch nicht hatten. Nee, auf gar keinen Fall. Dann ganz oben rechts ist auch nichts mehr. Also wir können auch... Aua, das Ding hat mich runtergeschossen. Wir können hier auch nicht weiter nach oben irgendwo, also in den Ecken oben ist, glaube ich, nichts mehr. Also 5 von 5. War das gerade ein Minikit, was wir bekommen haben, oder? Es sah so aus, oder? Also ich habe leider nicht drauf geachtet. Ich mach mal kurz hier dieses Geschütz kaputt, weil ich gerade schon hier bin. Dachte mir, das kann ich ja mal machen. Vielleicht müssen wir auch erstmal die Geschütze kaputt machen. Das kann natürlich auch sein.
Also hier ist definitiv nichts. Aber wir dürfen halt nur auf keinen Fall weitergehen, weil sonst kommen wir da nicht mehr zurück. Das ist richtig, aber wir haben ja immerhin das Sally gefunden. Das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, hier zu bleiben. Wobei, außerdem wir hatten ja schon letztes Mal, das kann natürlich auch sein. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter und gucken, dass wir vielleicht dann... Ja, ich mach den jetzt erstmal kaputt. Vielleicht kommt ja hier noch ein Abschnitt oder so. Vielleicht ist es ja auch bei dir oben, das Monopol, irgendwo. Das würde mich aber wundern, weil dann wäre es ja von Anfang an verfügbar. Das könnte ja sein, dass es da irgendwo rumgeschmissen wurde oder so. Schauen wir mal hier nochmal das Feuer aus an der Stelle. Es ist gut, dass man jetzt mit den Charakteren immer so schnell wechseln kann. So, einmal Feuer aus. Ja. Vielleicht kann man es irgendwie noch anders, irgendwo anders das Feuer ausmachen. Und etwas immer Rätsel momentan. Hier ist noch eine Tür. Aber da können wir momentan auch noch nicht hinter diese Tür. Vielleicht hat es auch was mit dieser Tür da auf sich. Der ist auf jeden Fall sterblich, der Quicksilver, das wissen wir. Tipps oder so hast du nicht, wo die sein könnten, Chef, hier? Oder quatschst du nur bloß dasselbe Zeug nochmal? Und was bitte haben Sie hier zu suchen? Ja, großzügiges Angebot, bla bla bla. Ja, das stimmt. Vielleicht müssen wir uns hier oben dran hängen. Nein. Da haben wir eh schon alles gesehen. Ich schieße nochmal ein bisschen sinnlos rum, vielleicht finden wir dadurch das Monokel. Weil wir wissen, es muss hier irgendwo sein. Es kann gar nicht so gut versteckt sein. Irgendwo hier. Da ist auch noch eine Tür, aber da geht's auch nicht hinter. Nee, also ich würde behaupten, hier ist es nicht. Ah, die Tür, die wackelt. Können wir die vielleicht einreißen? Die wackelt so schön, die Tür. Vielversprechend, aber nee. Das hilft leider nichts. Das bleibt beim Wackeln. Wen haben wir denn noch, wer fliegen kann? Vielleicht geht die noch auf, die Tür. Vielleicht, ja, ich tippe mal, die Tür geht noch auf. Dann machen wir erstmal das Ding hier oben kaputt. Da brauchen wir irgendwie... Ach, das kann jeder machen. Umso besser. Vielleicht entsteht da ja noch irgendwas Neues draus. Vielleicht ist es auch erst im nächsten Abschnitt. Das kann ja auch sein. Auf jeden Fall können wir jetzt durch die Tür durch. Aber das hier sieht jetzt ebenso aus wie der nächste Abschnitt. Ich glaube nicht, dass wir von dort dann nochmal zurückkommen. Vielleicht können wir auch wieder zu... Oh, hier kommen wir. Oh, hier ist was. Hier habe ich was gefunden. Ah, ne, hier sind eine... Ja, brauche ich mal... Kletter hoch. Ne, da bin ich ja gerade hergekommen. Durch die Leiter. Ja, genau. Also erst war ich in der Ecke hinten, bin dann nicht weitergekommen. Ah, da können die anderen hochkommen, deswegen ist das Ding da. Ah, ich verstehe. Also wenn man die anderen noch nicht oben hat im Hauptspiel, dann kann man hier nochmal die Leute mitholen. Warte mal, wir können ja durch. Au! Was brauchen wir den denn? Ja, also ich sehe hier nichts mehr, deswegen würde ich mal vorschlagen, gehen wir ins nächste Level, wir brauchen hier das Minikit eh nicht so dringend. Das ist eher halt nur äußerst praktisch. Ja, na, ich glaube, das haben wir nicht. Haben wir verkackt? Ja, Pech gehabt. Immerhin haben wir den Stanley gefunden. Kann man nichts machen. Schluss mit Stuttgart ist auf jeden Fall abgeschlossen, das Level. Ja, das, ich sehe schon, das wird nervig, die Dinger zu finden. Schade eigentlich. Naja, egal. Wir haben ja noch ein paar andere, die wir auf jeden Fall suchen können. So, gehen wir mal auf Überspringen hier und ja, wir wollen das Level verlassen. Den roten Stein haben wir nicht gefunden. Ah, das ist ärgerlich. Das finden wir aber noch. Wir finden den schon noch. Schade, dass man da nicht irgendwie wie Hilfe kriegt oder so. Naja, probieren wir mal den nächsten roten Stein zu finden. Vielleicht haben wir da mehr Erfolg. Besser, kann ja nur besser werden oder so. Der nächste... Oh, das ist auch nervig, dass man immer in den Weltraum zurückfliegen muss. Naja, kann man nichts machen. Wir schaffen das auf jeden Fall, ja. Was ist das nächste, was wir... der wichtigste ist ja sowieso der Minikit-Detektor, deswegen würde ich sagen, zoomen wir den erstmal. Und dann schauen, wo der ist. Durch den Äther soll der irgendwo sein. Durch den Äther, was ist denn der Stein, den wir jetzt suchen? Der Minikit-Detektor. Das ist gerade eben, wäre der mal 2 gewesen. Aber wir suchen jetzt mal den Minikit-Detektor. Schluss mit Stuttgart. Nein, durch den Äther. Das war dieses Bonus-Level mit Tor, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau, das ist das Bonus-Level mit Tor. Durch den Äther und es ist in Teil Nummer C, im letzten Teil. Wie immer. Ja, scheint häufiger zu sein, dass der Stein erst... Das ist dieser große Bosskampf, da kann man ja eigentlich nicht so viel... Da hat uns wahrscheinlich bloß ein Charakter gefehlt oder so. Naja, ich denke, den werden wir auf jeden Fall finden, denke ich. Da bin ich guter Dinge. Ich hoffe, du auch. Immer doch, ich immer bin doch. Super... Bester Dinge oder so. Ja, schaffen wir schon noch. Na dann, werden wir uns jetzt erstmal das Gequatsche anhören am Anfang davor. Ach, hier war das, ja. Bei der Suche nach Loki Half fragten wir ihn nach möglichen Bedrohungen für Midgard. Sorry, die Erde. Eine seiner Geschichten handelte von dem alten Volk der Dunkelelfen, angeführt von Malekith, der mit etwas namens der Äther die neuen Welten in Dunkelheit stürzen wollte. Hört sich ernst an, doch Thor sagte, der Streit sei vor Jahrtausenden geschlichtet worden. Warum habe ich dennoch so ein komisches Gefühl? Ja, weil Thor, die sich da irgendwie nie so richtig verstehen. Du warst jetzt schon eine ganze Weile abgekoppelt.
Unsere Sensoren stellen abnormale Energie an deinem Aufenthaltsort fest. Wird sie von dir ausgelöst? Nein. Ah, da hinten ist was für Alt schon. Das konnten wir zum Beispiel beim letzten Mal nicht machen. Das können wir jetzt machen. Ja. Wir machen es auch. Wir tun es auch, zumindest wenn die Decision-Sequenz vorbei ist und wir wieder was tun. Ah, okay, wir können was tun. Jetzt müssen wir den Collector erstmal finden. Weil ohne den Collector können wir natürlich hier das nicht machen. Da ist auch noch ein Minikit hier. Ich weiß nicht, ob wir das schon hatten. Können wir da nicht ziehen? Wir müssen doch jemanden haben, der ziehen kann. Ah ja, du kannst ziehen. Na komm, zieh, einmal ziehen. Ja, lass sie nicht abschießen möglichst. Können sie ihn auf den Kopf hauen vielleicht, die Gegner. Ich habe übrigens auch schon wieder ein Minikit gefunden. So. Wir haben noch kein Minikit gehabt in dem Level damals. Gott. Kein einziges. Nee. Ziemlich traurige Vorstellung von uns auf jeden Fall. So, wo ist der? Was ist das denn? Oh, der Handschuh. Der Handschuh? Okay. Schon mal nicht schlecht. Jetzt brauchen wir nur den Collector, den wir den Handschuh andrehen können. Eine Lücke. 4, 3. Und wie können wir hier dieses Raumschiff, den Hubschrauber meine ich? Den können wir löschen wahrscheinlich erstmal, oder? Aber wie? Wir müssen erstmal versuchen, den Collector zu finden. Das hat jetzt erstmal Priorität, würde ich sagen. Also ohne den Collector wird das nichts. Ah, okay. Das ist ein Schalter. Haben wir das beim letzten Mal schon? Weiß es gar nicht. Gab's ja noch Schauen was? Schauen wir mal, ich nehme mal wieder Vision, weil ich mit dem drauf schön rumfliegen kann. Ah! Okay, das ist aktiviert. Ich weiß nicht, ob das so optimal war. Also, ich glaube, den können wir jetzt auf ihn schmeißen oder sowas. War da nicht irgendwas? Naja, auf jeden Fall. Ah, genau. Nee, zwei von den Sachen müssen wir machen. Schau mal hier in dem Bus. Da kann man aber nicht vorbei in dem Bus, oder? Ne, da ging's nicht vorbei. Da ist der Speicherpunkt. Ach, hier ist der Collector. Haben ihn gefunden. Super. Dann sprechen wir mit ihm. Ich saß gerade in einem reizenden kleinen Café und plötzlich bin ich hier inmitten eines Kampfes zwischen zwei Parteien, die mir gleichgültiger nicht sein könnten. Ich wollte bloß etwas allbekannten englischen Tee. Die Teesubstanz habe ich schon fertig aufgebrüht bei mir. Mir fehlt nur noch ein Trinkgefäß. Okay. Eine Tasse Tee brauchen wir. Eine Teetasse. Damit wir hier Tee machen können, Tea Time in London, ja, das passt ja. Wo ist die Tasse wohl? Wo ist die Tasse wohl, ja, echt? Werden wir sie finden? Ich hoffe es doch stark. Die war nicht da, wo du warst, oder? Aber hier können wir ja echt nicht viel falsch machen, also das Gebiet ist ja so klein. Ja, das dachten wir bei Schluss mit Strucker eigentlich auch, aber... Ja, aber bei Strucker, da gab es kein nächstes Gebiet mehr. Also, hier gibt es kein nächstes Gebiet mehr, das muss ja alles irgendwo hier sein. Hier kann ich was machen. Die Hand, vielleicht können wir da eine Teetasse draus zaubern oder so. Schauen wir mal, ich glaube, das sieht vielversprechend aus. Also, nee, nur ein Minikit. In Anführungszeichen nur ein Minikit. Boah, wie nervig, wir brauchen schon Minikits. Ja, eben. Aber du siehst, es bringt ja auch was, wenn wir das hier machen, weil wir hier auch noch andere Sachen mal finden. Stan Lee können wir hier nicht finden, der ist ja woanders. So, wo ist die Teetasse versteckt, die gemeine? 3 von 3, die Blumen hatten wir. Was? Hatten wir die noch nicht? Doch, die Blumen hatten wir doch bestimmt auch schon vorher. Da bin ich mir relativ sicher, dass wir einfach alles kaputt machen. Alles kaputt machen, was sich nur irgendwie findet. Und alles löschen möglicherweise auch. Wenn das nicht kaputt machen kann, wundert mich aber auch. So, wo ist denn hier der Typ mit dem Helm? Der Typ mit dem... Helm, sage ich schon. Der Typ mit dem Schild meine ich natürlich. Nee, das ist Jane Foster, Shuri... Weil keinen, der automatischen Vision. Schild hat? Ich dachte, wir haben immer von jeder Fähigkeit einen, den wir brauchen. Na, dann nehmen wir halt den Captain. Wo ist er denn... Ich hab die Teetasse. Du hast die Teetasse? Ja, wunderbar. Ach, die war direkt daneben an. Okay. Nicht das allerfeinste Porzellan, aber es sollte reichen. Danke, Collector. Zum Wohl, mein Freund. Also das, ja, okay. Das war auf jeden Fall der wichtigste rote Stein. Wir werden jetzt noch zwei andere rote Steine suchen, bevor wir in die Level normal reingehen. Die wird dann nochmal in der normalen Reihenfolge spielen werden. Also hier können wir raus. Haben wir alles genau speichern. Speichern werden wir, speichern verlassen. Was werden wir noch machen? Genau, als nächstes würde ich sagen, suchen wir jetzt nicht den Stan Lee-Detektor, würde ich vorschlagen. Den brauchen wir auf jeden Fall auch. Tun wir das? Ja, doch, den Stan Lee. In den Leveln gibt es ja auch immer einen Stan Lee zu finden oder zu retten, besser gesagt. Ist auch im nächsten Level, von daher passt es ja fast schon. Ich würd gerne vorher noch einmal bei Schluss mit Strucker reinschauen, weil wenn es wirklich so in der Nähe war, das war ja auch bei dem ersten Goldenschein so, dass wir wirklich uns genau da aufhalten. Okay, wirklich nur, es war wirklich ein paar Meter nur weg. Okay. Ah, da muss ich, ja gut. Probieren wir noch einmal Strucker. Vielleicht haben wir ja da. Im Notfall gehen wir halt einfach wieder raus, wenn wir es sagen, es ist hoffnungslos. Okay. Dann sparen wir uns auch das ganze Level, sondern wir schauen nur, ob wir es da finden. Okay. Na gut, dann gehen wir nochmal in den Weltraum und dann zu Strucker.
Ja. Ja, ich bin mir sicher. Na gut, wenn der Doc jetzt nochmal hin will. Ich bin mir sicher, dass es da ist. Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Also im nächsten Abschnitt konnte es ja nicht sein, weil dann war das Level zu Ende. Also es musste da drinnen sein, in dem Abschnitt, in diesen. Der war bei der Hydra-Flagge. Der war bei der Hydra-Flagge. Das ist die Hydra-Flagge. Gut, dann gehen wir da ins freie Spiel rein und in den zweiten Abschnitt, wo der rote Stein sein soll. Ich nehme wieder Vision. Mit Vision komme ich eigentlich ganz gut zurecht und der kann auch recht viel. Da habe ich immer so eine Vision, wenn ich ihn spiele, weißt du? Oh. Nein, keine Vision. Zu viel der Visionen. Wen nimmt der Joke jetzt? Irgendeinen halt. Den flambierten. Aber mich hat's gewundert, dass ich im letzten Abschnitt keinen von den. Kein Schildtyp dabei hatte. Komisch. Echt komisch gewesen. In Baron Struckers Forschungsbasis finden sich einige der fortschrittlichsten Waffen Hydras. Mhm. Außerdem sollen er und Dr. List dort Experimente durchführen, um Menschen mit Superkräften zu entwickeln. Ach so. Apropos Fortschritt. Ja, wir können es überspringen. Apropos Fortschritt. Überspringen das Ganze. Da unten hier ist noch eins, das habe ich glaube ich übersehen gehabt, oder? Hm, was? Ich glaube, ich habe sogar übersehen gehabt. Oh, ist das bitter. Ich glaube, ich war direkt dran. Oh, wow, wow. Was hast du übersehen? Ich glaube, ich weiß, was es ist. Ich denke es zu wissen. Also, ich bin mir dann den haben wir ja schon. Scheiß, wird ja schon angezeigt. Wir müssen jetzt nur noch. Achso, ja, stimmt, den haben wir echt schon. Ja, gut. Ich glaube, ich weiß es nämlich, wo ich hin muss. Ich glaube, das habe ich ganz bitter übersehen. Du bist da nicht rein durch diese Vision-Geschichte. Doch, ich bin rein, aber ich bin hier nicht hin. Da war ich nicht. Ja, gut, aber ich kann jetzt auch nur ein Minikit sein. Kann sein, ja. Aber selbst das hatten wir dann noch nicht. Was muss ich denn machen? Eins von den. Warte mal, das Grüne, 287. Achso, das Grüne. Das hatten wir auch noch nicht, diese Rätsel. Das ist auch neu. Sie machen nur neue Rätsel. Na, warum nicht? Na, ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Da ist doch bestimmt das Monokel drin. Ja. Da ist doch aller möglicher Schrott drin. Und da nicht das Monokel. Da ist es in der Ecke. Da in der Ecke, ja, ich sehe es. Bin auf dem Weg dahin. Also das ist ja wie gesagt der. Jawohl, das ist der mal 2 hier, den brauchen wir auf jeden Fall. Ah, okay, das ist doch nicht so schwer. Ah, das war dumm, dass ich das nicht gesehen habe. Weil ich dachte, da wäre nichts mehr und weil ich nur hier runter bin. Ja, das war ein bisschen blöd, die Aktion, aber hey. Jetzt haben wir's. Das ging schnell. Das ging wirklich schnell. Das siehst du, hat sich doch gelohnt, dass ich gesagt habe, wir gehen nochmal rein. Ja, hat sich's auf jeden Fall. Jetzt wollte ich gerade mit ihm sprechen, hat der Doc schon wieder abgeschossen. Konnte ich nicht mehr weitermachen. Frechheit. Aber wie gesagt, das ist jetzt der Start mal 2 und wir werden uns jetzt noch den anderen vorher noch holen. Wir haben doch über 1 Million. Eigentlich sollten wir uns jetzt erst den mal 2 erholen, weil dann geht's wieder relativ schnell. Schade, dass Baron Strucker nicht hier sein kann. Ich sollte wohl nicht nachfragen, woher sie es haben. Es sollte nur nicht mit mir in Verbindung gebracht werden. Ah, wir haben es aus guter Quelle. Wir haben niemanden dafür umgebracht, oder? Nee, wir haben echt niemanden dafür umgebracht. Nee. Das ist selten, aber wir haben niemanden dafür umgebracht. Wir haben keine Lego-Figuren auseinandergenommen. Wir verspeichern das Level und verlassen die Welt. Verspeichern es vor allem. Na egal, wir haben es auf jeden Fall geschafft, das ist schön. Ich wollte jetzt noch den Charaktermünzensammler schnell holen und dann können wir nämlich alle 3 roten Steine gleichzeitig kaufen. Nacheinander. Können wir das? Haben wir dafür genug? Ja, wir brauchen, ich glaube, ungefähr. Weil 1 Million kostet der mal 2, ja. Ja, nee, also es müsste reichen, glaube ich. Oder nee, der andere kostet, glaube ich, 5. Nee, dann holen wir erst den roten. Dann holen wir erst noch den. Damit, wenn wir, sobald wir den mal 2er haben, geht halt der Rest wieder viel schneller. Wie das passiert ist. Danke, meine Getreuen. Ja, gut, dann holen wir es erst noch den mal 2er. Okay, dann holen wir es den mal 2er erst. So sei es. Oder ich glaube, der. Warte, wie viel war es? Ich glaube, der. Vielleicht ihre Hilfe gegen böse Jungs in diesem Gebiet. Also sollten sie dafür Zeit haben. Der Part von Lego Marvel's Avengers ist leider auch schon vorbei. Zum nächsten Part kommst du, wenn du auf das bereits laufende Video klickst. Natürlich würde es mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Dann wirst du in Zukunft auch keinen Part mehr verpassen. Und es lohnt sich auch immer, auf meinen Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram Seiten vorbeizuschauen. Die Links dazu findest du in der Videobeschreibung. Da bekommst du immer die neuesten Infos zu meinem Kanal. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und möge die Macht mit dir sein. Die Macht mit dir sein.